我们现在就开始哦。我们首先要谢谢我们的德国联邦议会副议长宋先生带领的访问团到台湾来，尤其是到我们民进党的总部来拜访，让我们有机会来交换意见。Vielen Dank, Herr Solms, dass Sie hier in Ihrer Delegation vom deutschen Abgeordneten nach Taiwan gekommen sind, auch hier zu uns gleich ins DPP-Headquarter, um uns hier mit uns zu unterhalten und verschiedene Meinungen auszutauschen. 事实上，我们跟Mr. Solms 跟我们几位其实在上个礼拜在德国已经共进午餐，也交换过很多意见。不过今天在不同的场合，在台湾可以跟再一次见面，我们觉得非常高兴。Wir haben ja unlängst uns erst in Deutschland getroffen und auch verschiedene Themen miteinander besprochen. Und jetzt haben wir die Gelegenheit, hier in Taiwan Sie zu sehen. Das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Wir können weiterhin Themen verfolgen. 那么上个礼拜我们见面的时候，我们谈到了很多的事情，也交换了很多的意见。那最重要的就是上个礼拜到德国去，我们有机会去了解德国在走向非核家园的相关的政策跟规划，还有这个替代能源的这种产业的这种规划跟发展。Wir haben in der letzten Woche viel gesprochen, was die deutsch-taiwanischen Beziehungen anbelangt, aber auch was deutsche Besonderheiten anbelangt, zum Beispiel hinsichtlich des Ausstiegs aus Atomenergie und welche Energien denn als Ersatzenergien dann entsprechend eingesetzt werden in Deutschland. Wir haben die deutsche Regierung entschieden, dass sie in 2022 alle Kernkraftwerke schließen. Wir haben uns sehr dankbar gefühlt, weil wir denken, dass es eine sehr entschlossene und sehr mutige Idee ist.Wir bewundern die deutsche Regierung, dass sie sich das Ziel gestellt hat, bis 2022 aus der Atomenergie auszusteigen. Das ist sicherlich ein sehr mutiger und sehr visionärer Schritt. 那么我相信这个不是只是一个政治性的宣示，而是一个在详细思考，而且在产业有相当的准备以后的一个政策的决定。Das ist sicherlich nicht nur politisch motiviert, sondern es ist ein Schritt, der auch eine entsprechende Basis hat, auch in der wirtschaftlichen Hinsicht und auch sicherlich neue Wirtschaftsmöglichkeiten, Handelsmöglichkeiten eröffnet. 尤其是我们曾经有机会到投资及贸易的负责的单位去访问，那么接受的简报也知道德国在很多替代能源跟生殖能源上面有很多的产业的规划，那么也希望因此有新的产业在德国出现。创造出更多的就业机会。Und wir haben ja in Deutschland uns auch unterhalten mit Vertretern von aus dem Bereich Handel und Investition und da auch gelernt, dass der Umbau zu erneuerbaren Energien auch entsprechend neue Möglichkeiten für die deutsche Wirtschaft bereithält und auch neue Arbeitsplätze schafft. 尤其是在太阳能产业方面呢，我们也觉得印象深刻。Insbesondere im Bereich Solarenergie haben wir diesen Eindruck mitgenommen.那么这些规划跟政策性的思考，在过去十年在德国都有很令人印象深刻的发展。那么我们也觉得受到鼓舞。那么尤其是在德国简报的这个专家告诉我们，他们花了十年的替代能源的这一些经验，现在在我们在后面参与的人，反而可以在更短的时间内。可以赶得上，而且可以做得更好。Die deutschen Gegebenheiten und die Planungen in den letzten 10 Jahren
hat uns sehr ermuntert, hier auch in Taiwan voranzuschreiten auf diesem Weg. Wir haben in Deutschland ja auch gelernt, dass es auch eine gewisse Zeit braucht, aber dass das, was vor mehr als 10 Jahren in Angriff genommen wurde, auch im Hinsicht der erneuerbaren Energien, jetzt mehr und mehr Früchte trägt, auf was die Regierung sich auch berufen kann, um ihren Ausstieg durchzuführen. 我们也感到非常的鼓舞，被鼓舞。 那么我们也希望一方面我们在2025年走向非核家园的计划，可以让台湾变成是一个更安全的地方，不要受到核安的这种忧虑的这种干扰。那么同时呢，我们也可以在替代能源上面创造新的产业，创造新的就业机会。 Das hat uns bestärkt, unserem Ziel, bis 2025 hier auch in Taiwan aus der Atomenergie auszusteigen, um Taiwan zu einem noch sichereren Ort zu machen, um den Menschen die Ängste zu nehmen vor einer Atomkraft und natürlich auch, um im Bereich erneuerbarer Energien in Taiwan neue Arbeitsplätze zu schaffen. 非核家园一直是民进党最核心的价值，那么我们也非常的高兴，我们提出2025年走向非核家园的计划。 希望在这13年之内，我们可以投入很多的资源、心力，来达成在2025年走向非核家园。 Der Ausstieg aus der Atomenergie gehört zu den Grundüberzeugungen der DBB und ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten 13 Jahren bis 2025 diesen Weg beschreiten können, um dann auch wirklich das Ziel zu erreichen. 我们也希望明年的大选中可以获得胜利，让我们更有机会来执行我们。 这个非常具有时代的意义，而且是对台湾来讲是一个非常关键性的政策，可以顺利的展开。 Wir hoffen, dass wir 2013 bei den Wahlen auch gute Ergebnisse erreichen, um diese Ziele und Visionen in Taiwan umzusetzen. 相较于民进党，这几天我们的国会的发展，这个国民党否决了这个民进党的提案。 要求这个现有的核电厂不延役，而且确保核四安全才放入燃料棒的这些提案，都被国民党封杀。那么也充分的显示出来，国民党并没有追求非核家园的决心。那么他们还是以依赖这个核能的发电为他主要的这个核能源政策。那么这个跟人民的期待其实是差很远。 In der letzten Zeit gab es gerade ja Abstimmungen im Legislativbüro, also im Parlament, zu der Zukunft des Atomkraftwerkes. Und da haben wir gesehen, dass von den Vorschlägen, die von der DBB eingebracht wurden, zur Überprüfung noch einmal der Sicherheit auch des vierten Atomkraftwerkes, dass diese sämtlich von der KMT abgeschmettert wurden, woran man sehen kann, dass die KMT, dass er nicht daran gelegen ist, die Energieversorgung in Taiwan entsprechend umzubauen und auch kein Interesse daran hat, aus der Atomenergie auszusteigen. 我们非常高兴今天有机会能够延续上个礼拜的对话，同时我想我们的来宾对于台湾的很多的政策或者台湾的很多的议题都有兴趣，那我们也很高兴有这个机会可以来交换意见。 Ich bin sehr froh, dass wir die Gelegenheit haben, Ihnen die Gespräche von Berlin hier fortzusetzen. Es gibt bestimmt viele Themen, die auch Sie interessieren, was taiwanische Besonderheiten anbelangt, und wir können unsere Meinung hier austauschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Vogt. Vielen Dank, Frau Vorsitzende Dr. Tsai. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier mit Ihnen die Diskussion zu führen. Es ist eine hochaktuelle Zeit, gerade was die Energiepolitik anbetrifft. Das kann ich bestätigen. Wir sind eine aus mehreren Parteien zusammengesetzte Delegation. Aber wir haben in Deutschland das Phänomen, dass wir einen parteiübergreifenden Konsens darin haben, dass das Atomzeitalter beendet werden soll. 在就是也非常的感谢这一次邀请，我们也以为我们有机会到民进党的那个总部，跟你继续谈很多不同的议题。你刚刚说提出的能源政策当然是非常重要的议题之一。我们这里是代表团，是德国不同的党来的，但是德国的目前的特色是，无论是哪一个党，事实上德国国会每一个党。
都在支持我们放弃核能，所以我们在这方面所有的党都达成一个共识。Unsere Partei, die Liberale Partei, also meine und die von den Kollegen von Essen, hat schon in den 80er Jahren beschlossen auf einem Parteikongress, dass die Atomenergie nur eine Übergangsenergie sein darf, wegen der hohen Risiken, die mit der Atomenergie verbunden sind, und dass wir den Ausstieg dann finden müssen, wenn wir technologisch die Voraussetzungen dafür geschaffen haben.事实上，我代表德国自由党，这跟我们范埃森的同学一样，德国自由党。我们在80年代的时候，已经决定，事实上使用核能是一个过渡型的一个技术，和一发展到另外的可以替代的那个能源，我们应该是要放弃继续使用核能。Das Unglück in Fukushima in Japan hat nun den Anstoß gegeben.Den Übergang in die atomkraftfreie Zeit zu beschleunigen. Und wir wollen nun die 17 Kernkraftwerke, die es in Deutschland gibt, nach und nach abschalten. Die letzten drei sollen bis zum Jahr 2022 abgeschaltet werden. 那当然是我们都看到那个日本福岛的核能灾害以后，我们了解到我们必须更加速放弃核能。那德国目前还有17个核能发电厂，我们会逐步把它们停止。到最后2022年的以后，德国已经不会再使用核能。Gleichzeitig müssen wir natürlich jetzt auch die Möglichkeiten der Nutzung regenerativer Energien schneller intensivieren und die notwendigen Investitionen auf den Weg bringen.Und insbesondere die Rahmenbedingungen dafür schaffen, die gegenwärtig noch nicht vorhanden sind. 当然，我们也必须同时，更投资再生能源的发展。我们必须改善再生那个能源发展方面的那些条件，因为目前条件还不够好。Mit einer gewissen Befriedigung kann ich sagen, dass ein liberaler Wirtschaftsminister schon 1990das Stromeinspeisegesetz auf den Weg gebracht hat, mit dem erstmals erreicht wurde, dass die Einspeisung von regenerativem Strom begünstigt wird. Die Einspeisung ins Netz. 我们事实上，我自己的党自由党，我们1990年的时候，有我们的一个部长，他那时候已经是出厂一个新的法律，就是说一个再生能源入网的法律。特别的支持这些再生能源可以进入德国一般的那个电网。Wir wissen, dass dieser Weg ehrgeizig ist und nicht ohne Probleme sein wird. Aber wir meinen, zur Sicherheit der Bevölkerung dieses Risiko eingehen zu müssen, allerdings eben auch dann einen enormen Investitionsprozess auslösen zu müssen, um die Nutzung von regenerativen Energien bis dahin auf 35% vom Gesamtstromverbrauch anzuheben. 我们当然了解到这个路就是放弃核能是一个不是很简单，我们必须面临勇敢的面临一些问题。那我们当然了解到是为了提高全社会的安全是一个必要走的路。而且我们也了解到我们必须投资很大一笔钱，为了得到我们的最后目标，就是说到2022年的时候，德国再生能源已经可以占全德国能源的35%。Wir wissen natürlich, dass wir von unseren europäischen Nachbarstaaten, die alle die Atomenergie noch ausbauen wollen, misstrauisch betrachtet werden.Und sind uns der Verantwortung, die damit verbunden ist, durchaus bewusst, dass das nicht auch zulasten der Nachbarn gehen darf, dieser Ausstiegsprozess. 不过我们也了解到我们的欧盟另外一个邻近国家，邻国国家，他们也是对我们放弃核能的看法可能有点不太一样，因为他们不一定会放弃。和我们也了解，我们对他也有一些义务，我们放弃核能。不会表示我们会给他们更大的一些负担。Die dafür notwendigen Gesetze sollen noch bis Ende diesen Monats verabschiedet werden. Das ist eine maximale Geschwindigkeit in der Gesetzgebung.
damit dann anschließend die Wirtschaft sich auf die Voraussetzungen, auf die Investitionen und die Planungen einstellen kann. 所有跟放弃核能有关的法律，我们希望到六月底都已经可以通过德国的议院，然后呢，可以所有的跟企业有关系，他们可以有法律方面的那个基础和保障，可以开始投资。Ich lade Sie ein, diesen Prozess kritisch und aufmerksam zu begleiten und zu beobachten. Sie werden aus unseren Fehlern, aber auch unseren Fortschritten lernen können. 我欢迎你，也是观察我们德国在这方面会应对的挑战。我们也许也会犯过一些错误，但是我们也会得到一些成就。Vielen Dank， 谢谢你。谢谢，我们是不是可以请媒体可以离场？